Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gran Turismo 7. Heute fahren wir nochmal das World Touring Car Event 800 in Tokio mit dem GTR Nismo GT3. Und zwar heute in der Challenge, dass wir alle getunten Sachen rausnehmen und ihn das Fahrzeug heute einfach nur in der Standardausführung fahren. Und gucken wir mal, wie weit wir kommen. Auf nach Tokio. Damit starten wir das Rennen auf ein gutes Toi Toi Toi. Los geht's! So, am Anfang versuchen wir ein bisschen Sprit zu sparen. Derzeit können wir 4 Runden fahren. Mal gucken, ob wir so ungefähr so auf 5 Runden kommen und wie das Wetter heute so mitspielt. Dann sind wir hinter dem Porsche. Versuchen dran zu bleiben. An der Stelle ist die KI mal ein bisschen langsamer. Da haben wir sehr gute Überholchancen. Vorbei am Porsche, vorbei am Ford GT, am Honda NSX. Und dann sind wir schon hinter Solis mit seinem Alfa Romeo. Dann bremsen wir ihn hier aus, hängen uns gleich hinter Kawakami. Hier habe ich jetzt die Kurve etwas zu weit genommen, aber das passt noch. Sprit sieht gut aus, 4,4 Runden. Dann würde ich mal anpeilen, so in Runde 5 reinzukommen. Auf der langen Gerade haben wir ein kleines Defizit. Das ist jetzt hier kein, genau, jetzt kommt der Alpha an uns vorbei. Dann setzen wir uns hinter ihm in den Windschatten und lassen uns ziehen. Versuchen hier schnellstmöglich wieder vorbeizukommen. Gab jetzt eine kleine Berührung. Okay, versuchen wir es hier nochmal. Vor uns staut sich das auch schon ein bisschen. Das ist jetzt nicht so günstig, weil natürlich jetzt hier die Stellen etwas eng sind im kurvigen Bereich. Gucken wir mal. Ja, okay. Gibt leider mit Berührung. Ist sehr eng. Und wir müssen alles geben, um vorbeizukommen. Ja. Vorbei am Audi. Vorbei am Lexus hinter Ferrari. Dann ist noch ein BMW vor uns. Und ein Subaru. So, wir versuchen hier am Ferrari vorbei. Ja, klemmen uns hinter dem BMW. Stoßstange an Stoßstange, eng, eng, eng. Versuchen hier vorbeizukommen. Dann ist jetzt der Subaru im Weg, den nehmen wir auch noch mit. Sind in 10. Position, 3 Sekunden hinter Kokoborn. Das müsste dann der Mazda sein. Okay, kleine Berührung mit dem BMW von Rubila. So, dann versuchen wir jetzt den Anschluss wieder herzustellen.
der langen Gerade hatte Rubila die Möglichkeit, hier schon an zwei Fahrzeugen vorbeizukommen. Das ist einmal Lopez, noch im BMW M6. Und dann Yamanaka, der fährt Toyota Supra oder... Ja, genau, die Supra. Jetzt sind wir hinter unseren Markenkollegen. Ziehen hier schön an ihm vorbei, sauber. Und sind jetzt wieder hinter dem Mazda. An der Anzeige links oben sehen können. Erste und zweite sind in der Box. Wir machen schon nach drei Runden einen Boxenstopp. Jetzt ist Fraga ganz vorne. Guck mal, wir bleiben noch dahinter. Die kommen vor uns raus. Wir versuchen hier gleich am BMW vorbeizuziehen. Oh, jetzt. Ja. Hat er zugemacht. Hätten wir vielleicht jetzt die andere Seite nehmen können, damit schöner aussieht, aber gut, sei es rum. Wir haben heute ein bisschen weniger Leistung an Bord und müssen uns hier quasi unseren Platz hart erkämpfen. Denn gerade auf den Geraden, so rum, da haben die einen halben Vorteil gegenüber uns. Jetzt kommen wir langsam aber sicher Portila näher. Ich staune, dass der hier so langsam ist. Aber auf der Geraden dürfte er uns wieder einholen. Momentan sind wir Fünfter. Hinter Mazda RX Konzept. Dann haben wir noch Rizal im Subaru. Und Mendoza fährt... Das müsste hier, genau, der Aston Martin sein, der DB11. Oder nee, der V12 Vantage. Entschuldigung. Der V12 Vantage. So, jetzt hängen wir uns hinter Kokoborn, lassen uns ziehen, um ihn dann zu überholen. Okay, die beiden fahren jetzt in die Box rein, nehmen uns sozusagen den Windschatten weg. Gut, dann schauen wir mal. 9,4 Sekunden hinter Fraga. Und wir sehen, Portilla kommt in großen Schritten näher. Der wird uns gleich überholen. Setzen wir uns dahinter und schauen mal, wie weit wir kommen. Wichtig ist, dass wir hier als erstes durch die Kurvenkombination kommen, weil sonst werden wir es schwer haben, hier den Anschluss zu halten, und das kostet uns irgendwie zu viel Zeit, wenn wir jetzt hinter den Fahrzeugen sind. Thank you.
sind wir am Ende von Runde 5. Wir schalten etwas früher, sparen ein bisschen Sprit, weil wir jetzt an die Box gehen. Wenn alles gut geht und das Wetter so bleibt, bleibt es bei 1 Stop. Tanken wieder auf für 5 Runden und holen uns frische Softs ab. Wir haben unseren Boxenstopp absolviert, sind im Augenblick Fünfter, hinter Grady im Audi. Der zweite Nissan ist direkt hinter uns, 2,7 Sekunden. Sollte eigentlich nicht an uns jetzt vorbeikommen. Sollten wir jetzt in diesem Streckenabschnitt dann auch wieder hinter uns lassen. Sind wir dran am Audi. Schauen wir mal, ob wir ihn noch jetzt hier überholen können. Im Maus beschleunigen. Jawohl, das klappt. Wunderbar. Dann können wir mal gucken, ob er uns dann jetzt auf der langen Geraden überholt und wir uns dann von ihm mitziehen lassen. Im Augenblick sind wir hinter Frager 4 Sekunden. Der erste und zweite waren jetzt auch zum zweiten Mal in der Box und kommen vor uns wieder raus. Im Augenblick sind wir hinter dem Mercedes. Mal gucken, könnte knapp werden bis zur Kurve. Jawohl, bremsen wir rechtzeitig ab, setzen uns dahinter. Berühren die Wand. Passiert. So, hier versuchen wir jetzt dran vorbeizukommen, bevor es zur Kurve geht. Ah, das wird knapp, genau. Jetzt zieht er vor uns wieder rein. Aber berühren auch hier wieder die Wand. Im Eifer des Gefechts. So, versuchen wir ihn hier auszukontern. Bremsen etwas später in die Kurve. Ja, mit Berührung. Er knallt gegen die Mauer. Okay. Entschuldigung. Ich hoffe, das war ein normaler Zweikampf. Und der Fahrer hat sich nicht großartig verletzt. Dann sind wir fast wieder vor Start und Ziel. An dritter Position hinter Portila und Frager. Versuchen jetzt auf der langen Gerade hier im Windschatten von Frager zu bleiben.
jetzt kommen wir am Windschatten natürlich näher. Versuchen wir natürlich hier das Überholmanöver, um zu gucken, dass wir vorne bei der Kurve vor ihm bleiben und direkt hinter Portila. Genau, das passt, sehr schön. Dann versuchen wir uns jetzt an Portila ran zu pirschen, um ihn dann in der nächsten Kurvenkombination zu überholen. Und zwar hier jetzt, vierter Gang. Gehen früher aufs Gas, fünfter Gang. Versuchen uns neben ihn zu setzen für das Anbremsen. Ja, bleiben noch dahinter. So, am 50 Meter Schild, fünfter Gang, ja, mit Berührung. Das tut mir leid. Vierter Gang um die Kurve. Und versuchen vorne zu bleiben. Auf der langen Gerade sehen wir im Rückspiegel, wie die Viper wieder an uns rankommt. Wird gleich vorbeigehen. Wir werden uns nicht dagegen verteidigen, setzen uns dahinter im Windschatten, lassen uns wieder ziehen und versuchen am Ende der Geraden in der Kurve als Erster reinzugehen. So, haben wir auch wieder geschafft, diesmal auch ohne Berührung, sehr schön. Dann hier in der Kurve und Gas geben. Das Problem natürlich jetzt an der Geschichte ist jetzt, dass wir hier enorm den Sprit verbraten haben. Da müssen wir jetzt zusehen, dass wir in den nächsten anderthalb Runden sozusagen hier noch ein bisschen und mit unserem Sprit das managen. Und ein bisschen früher schalten. Jetzt kommen wir in die letzte Runde rein. Wir beenden die 9. und starten in die 10. Portila und der Mercedes AMG gehen nochmal an die Box, sodass jetzt sozusagen der Platz getauscht wird und Frager hinter uns ist mit 5,3 Sekunden. Das ist ein hervorragender Abstand. Damit sollten wir sicher bis ans Ziel kommen. Das nächste Problem ist, wie wir vorne schon sehen können, dass wir natürlich jetzt hier auf dem letzten auflaufen. Da schauen wir mal, ob wir schnell an den Fahrer vorbeikommen. 5,3 Sekunden im Augenblick der Abstand zu Fahrer. So, hier sollten wir ein bisschen schneller sein, genau, dann laufen wir schon auf. Ah, das ist Gallo in seinem NSX. Ja, komm hier gut vorbei, 5,5 Sekunden, fast keine Zeit. Zeit verloren, das passt, dann sollten wir so durchkommen.
Natürlich müssen wir noch auf unseren Sprit aufpassen. 0,4 Runden. Ja. Dann mal Shortshiften. Sollte das knapp auch funktionieren. So, früh schalten, die letzten Meter, 0,2 Runden noch Sprit, genau, wird uns schon noch angezeigt, da sollten wir bis zur Ziellinie reinrollen. Wunderbar, und damit beenden wir das Rennen auf den ersten Platz. Es war ein sehr schönes Rennen, hat viel Spaß gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Ein bisschen anstrengend in dem normalen Setup, weil man halt eben viel kämpfen muss. Kann man sich ein bisschen leichter machen, indem man 1, 2, 3 Tuning-Teile mit reinhaut. Ist dann ein bisschen leichter, aber an und für sich war eine schöne Challenge. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, habt eine gute Zeit und einen schönen Tag.